Halli und Hallöchen, liebe Freunde, bis GCG ist. Evoli! Ja, wir haben zwei Evoli V-Tin-Boxen, Video Nummer 3. Wir hoffen auf mehr Packluck in diesen Tin-Boxen, denn sie müssen alles rausreißen. Es liegt ja eine schwere Last auf Evoli. Oh ja. Und ich bin gespannt, ob es dieser Last gewachsen ist. Ganz viel Druck. Und wir packen mal aus. Schauen uns diese wunderschöne Promokarte an. Ja, die ist toll. Echt super schön gemacht. Ich finde die sogar, also ich als Eevee-Fan sowieso, aber ich finde die von den allen dreien am schönsten. Definitiv, ja. Ist auf jeden Fall mit sehr viel Hintergrund einfach gearbeitet. Ja. Du hast halt hier hinten eine Wiese, dann irgendwie so Gebirge und oben noch so ein, wie so ein Sternschnuppenhimmel. Ja. Das finde ich, ist schon sehr toll gemacht. Bei Indynalos hast du ja nur dieses Gewitter-Szenario. Und auch bei Pikachu hast du an sich ja nur diese Strom- oder diese Elektrizitätssache. Das ist natürlich sehr einseitig. Und bei Evoli hat man das Gefühl, da hat man sich auch irgendwie nochmal Gedanken gemacht, welchen Hintergrund man sozusagen da noch irgendwie reinarbeitet. Finde ich aber sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt Evoli gelobt. Das ja. muss uns also jetzt auch was geben. Ich habe schon wieder die Endynalos-Glurak-Kombo. Ich habe jetzt diesmal auch Endynalos und Glurak. Schauen wir mal. Und natürlich wieder einmal Welten im Wandel und einmal Stunde der Wächter. Jetzt wäre jetzt verrückt, wenn einfach was ganz anderes drin wäre. Das wäre echt ein bisschen crazy shit. Aber nein, da bleibt sich die Pokémon Company natürlich sehr treu. So, einmal Stunde der Wächter für euch. Zack. Putzi, putzi. Putz, putz, putz. So, Evoli. Der Kopf ist ein bisschen Schatten. Was? Schatten? Ich? Ja. So. Willst du mir damit jetzt was sagen? Nee, nein, nein, deine Evoli-Tinbox hat dir gerade Schatten gemacht. Evoli-Tinbox, okay. Ja, ja. Na gut. Das war Sackpflaster, aber das habe ich in Goldmark gezogen. Das kann auch mal gerne wiederkommen. Ja, nein. Naja, dann noch so eine andere Karte oder so. Nee. Wenigstens irgendwas. Ja. Bitte mehr als eine Holo. Ja. Yay! Da ist aber was! GX! Boah, ich habe lange keine GX-Karten mehr gesehen. Holy shit! Oioioioi, ich habe lange keine GX-Karten mehr gesehen. Dann auch noch gleich Donarion, was auch ein V mittlerweile. Das ist ein richtig cooles Pokémon. Ja. Definitiv nicht. Es gibt bestimmt Donarion-Fans. Natürlich, es gibt für jedes Pokémon bestimmt eine Fanbase. Das sieht so. Ah ja, ich habe auch ein Wasserpflaster. Oh. Spezialhammer. Zum Glück. Für Nontor. Gelatini. Ach, Evie ist gar nicht in der Pipi. Wuffels. Ich habe dir eigentlich eine hier hingelegt. Ja, hier. Echt? Eine, ja. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Na, jetzt habe ich noch ein Schmerbe. Alola Kleinstein. Kostose Reverse. Und leider nur. Ein Choreogel. Na gut, dann muss ich die Glücksleeve mal da. So, alternative Gold, Goldkarte. Bitte, jetzt. Und natürlich das Welten-Bundle-Kötchen für euch. So, hab ich denn meinen? Das ist schon wieder. I don't know what did you do. Ja, ich hab den Code vor Stunde der Wächter wieder eingesnackt, obwohl ich den gar nicht haben will. Du bist halt ein gieriger Sack. Ein bisschen, ja. Ja, das war deine Energie, nehme ich. Nee, ich denke nicht. Ich denke schon. So, Voluminas. Fluffeluff. Ein Pyroleo. Ein Anton. Nicht so wieder auf Fokus. Jetzt. Ja, ein Knackleon. Ein Knackleon. Ein Geronimatz. Ein Blimper. Ein Krabox. Keine Ahnung, wie sich das anhört. Und ein, eine Lilibete Romantik. Na gut. So. Also eine GX hat sich schon mal auf jeden Fall gesteigert. Kann man jetzt schon mal was sagen. Ja, ziehen wir noch eine Holo, dann sind wir genauso gut wie bei Endynalos. Na du ja. So, Duflor. Tracys Angel. Öde des Chaos. Yorkleff. Algit. Ketchup. Losey, Gladiantry, Sneeble Reverse und Colossant. So. Ne, Glurak fühlt sich schwieriger an.
Ach, wer weiß das schon. Ja. Nobody knows. Nobody knows my sorrows. The trouble I think. Nobody knows. Geht wieder Michael Jackson um dich hier. Saravia. Ein Divodino, ein Goggle, ein Gelatini, noch ein Knackleon. Der Hematoma oder was? Nein, no. Ein Filmmark, ein Panzerero und ein Despota. Das ist sogar eine Holo. Was? Hm. Ach so, oh. Aha. Also hast du eine Holo und eine GX. Not bad. Brauche jetzt aber mal langsam was hier. Brauche jetzt aber langsam was. Trotzdem wäre eine kleine V oder so ein Big Hit nochmal. So, schauen wir mal. Not bad. Endonalos, gönnst du oder gönnst du nicht? Versteckenergie. Parasek. Was für eine Energie? Agroseller. Versteck. Ach, Versteck. Vegimak. Versteck. Ja, Besteck. Gelatini, Knackleon, Teddy Ursa, Gelatino in Reverse. Oh, da ist was. Ist eine Full Art. Blitz? Blitz? Warte. Ja. Donarion? Oh nee. Was gibt's noch? Ich glaube, es ist nur Donarion. Ich glaube. Ja. Donarion V in Full Art. Ah, guck mal, da haben sich die Boxen doch abgesprochen. Das ist doch mal langsam was. Ja, Freunde. Aber die ist eigentlich ganz schön. Auch wenn so Donarion nicht unser Lieblings-Pokémon, aber die finde ich ganz ja, gut gelungen. Ziemlich, ziemlich cool, ja. Von der Farbkombi und so. Ja, ein bisschen von nahen zeigen, ja. Blinky, jetzt blinky. Ist halt die Frage, zählt die V Full Art genauso viel wie eine GX? Nein, natürlich nicht. Dann sind wir jetzt gleich auf ungefähr. Naja, also. Also quasi meine V ist so viel wert vom Hit wie deine GX und deine Holo. Ich glaube, ja, da ist deine ein bisschen auf jeden Fall. Oh nein, du holst noch einen raus. Oha! Eine V-Max auf jeden Fall. Pflanze? Nee, normal. Ist, ach, normal. Dann ist es Guterlander, ja. Yay! Oh, holy shit! Cooly Camilly! Oh shit! Letztes Mal gezogen, ich bin nicht endlich mal, was Gutes! Cool! Ich habe ja heute auch auf Arbeit Geburtstag gefeiert. Und meine drei Geburtstagskinder wollten unbedingt Pokémon-Booster haben. Also, die Zuschauer müssen ja auch denken, was machen die denn eigentlich? Ja, wir sind beide Rotterzieher, um das mal nochmal kurz aufleuchten zu lassen. Und haben sie natürlich auch bekommen von mir zum Geburtstag. Und der eine ist leider leer ausgegangen. Also quasi, der hatte leider keinen Hit drin. Einer hatte auch Despota als Holo und Donarion V. Und das Mädchen, was noch übrig war, sozusagen mein drittes Geburtstagskind, die hat den Netz als Full Art gezogen. Sehr schön. Das fand ich sehr cool. Das ist immer schön, wenn die Kiddies... Ich mache ja auch mindestens jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag irgendwas mit den Kiddies auf. Und ich habe bis jetzt noch nicht... Doch, ich habe doch ein paar... Ich habe irgendeine V-Max gezogen. Ach, Riffix V-Max. Eine Holo. Suicune. Suicune. So, jetzt ist natürlich... Also ich würde ja fast behaupten, dass du gewonnen ja, hast. Ja, das... Ja. Ich sage jetzt mal Holo gegen Holo und ich sage V-Max gegen V Full Art. Dann bleibst du mit deiner GX halt vorn. Ja. Und aber, damit, aber Evoli hat uns wieder ein bisschen nach oben gegönnt. Evoli hat richtig gegönnt. Das ist schön, Evoli. Also, nur die Evoli-Boxen kaufen. Genau, um das mal kurz zusammenzufassen. Erstmal haben wir ein internes 2-2 der Teamboxen-Battles. Ja. Ich habe Endonalos gewonnen, Pikachu war unentschieden und Evoli hast du für dich entschieden. Das ist doch gut. Demzufolge gehen wir dann 2-2 raus. Das ist schon mal sehr gut, ist sehr fair, damit kann ich absolut leben. Kann ich gut schlafen heute. Auf der anderen Seite können wir leider, vielleicht habt ihr mehr Glück gehabt, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Mit Pikachu und Endonalos hatten wir gar kein Glück. Gab es eine V und drei Holos, insgesamt aus beiden Boxen, das war echt ein bisschen bad. Können wir keine Kaufempfehlung aussprechen. Wenn ihr es natürlich trotzdem machen wollt, sehr gern, vielleicht habt ihr einfach mehr Glück. Evoli, ganz klar Kaufempfehlung. Drei Hits aus vier Booster, zwei Hits aus vier Booster. Insgesamt aus 8 Boostern haben wir 5 Hits gezogen. Das ist schon anders heftig. Anders
heftig. Eevee, Maggie, ja. Und damit beenden wir quasi unser Tinbox Battle. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr habt mitgefiebert. Wir hoffen, euch hat es gefreut, wie es ausgegangen ist. Ja. Was wir gezogen haben. Die wollten dich eigentlich leiden. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Ja. Ja, der Spaß ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Ich glaube, wir müssen für sowas immer noch extra Booster da haben. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Und wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was eure Erfahrungen mit diesen Tinboxen besser sind. Ob ihr genauso eine schlechte Hitrate hattet oder sogar besser. Man weiß es nicht. Immer erst das Positive sagen. Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne liken, wenn das Video euch gefallen hat. Ihr könnt natürlich auch gerne auf den Abo-Button und auf die Glocke drücken. Uns ganz viel schreiben. Uns ganz viel in die Kommentare hacken. Ja. Und dann bedanken wir uns fürs Einschalten und sagen Tschüss. Bis dahin. Bleibt geschmeidig. Tschüss.